Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen massiven Drohnenangriff abgewehrt und 35 von 39 russischen Drohnen abgefangen. In der ostukrainischen Stadt Mirnograd seien mindestens 11 Menschen verletzt und 17 Hochhäuser beschädigt worden. Mirnograd liegt in der Region Donetsk, rund 40 Kilometer von der Front entfernt. Eine Drohne habe ein Industriegebäude bei Odessa im Süden getroffen. In Nikolajew sei eine Überlandleitung beschädigt worden. Außerdem soll Russland 4 umfunktionierte Flugabwehrraketen S-300 auf Bodenziele in Kharkiv und Donetsk abgeschossen haben. Auf russischer Seite meldet der Gouverneur der Region Kursk den Tod einer Frau durch ukrainischen Drohnenbeschuss. Ein Öldepot in Kursk sei in Brand geraten, Verletzte habe es nicht gegeben. 165 Personen seien mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen.